Yo, come to my crib. Come on, man. Egal, ich mir das. Hallo, willkommen. Achso, ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Gustav. Mit Elf. Wohnungstour. Habe ich schon lange versprochen und ihr habt lange danach gefragt. Jetzt kommt's. Kommt einfach direkt mit. Da ist das Bad, da gehen wir aber jetzt erst nicht rein, weil ich finde, das ist ein komischer Anfang, wenn man erst ins Badezimmer geht. Also gehen wir jetzt weiter an. Keine Bierkästen. Ist alles auf der Einbauungsfeier. Ich trinke nicht so viel Bier alleine. Das ist in Ordnung. Das wird sie wahrscheinlich mehr öfter machen und immer wieder auf die Katze zeigen. Mir hilft gerade mit die, aka Donna, man kennt sie. Wir feiern Silvester zusammen. Yay! Yeah. Ja, wir kommen ja direkt in den wichtigsten Bereich der Wohnung eigentlich. Wohn-, Essbereich, Küche, alles in einem. Das Einzige, was ich hier nicht selber gemacht habe, ist die Küche. Die habe ich mir einbauen lassen. Ich bin extrem glücklich und stolz darauf. Und auch der Kühlschrank macht mich sehr glücklich. Diesmal sind da Sachen drin. Ja, das ist nur, weil Mama da war, sonst ist der immer voll leer. Ich geb's zu. Ich hatte immer ein paar Eier, Bacon und Fleisch drin. Das ist kein Fernseher. Guck mal, das ist kein Fernseher. Mein größter Schatz wahrscheinlich. Hat mich viel Zeit gekostet, aber ich hänge so gerne hier ab. Einfach aufs Sofa setzen und abchillen. Ungefähr so. Was gibt's hierzu zu sagen? Ich habe eine Playstation, ich habe eine Switch mir geholt, mit der ich nichts mache, weil ich keine Zeit dafür habe. Fernseher angehängt an der Regipswand. Das hat nicht lange gedauert, nein. Alles selbsterklärend, würde ich sagen. Ich habe eine Bose Soundbar, die macht mich sehr glücklich, weil ich guten Sound immer gut finde. Ja, die wichtigsten Sachen, die ihr hier vielleicht noch nicht kennt, ist... Ja, das Wichtige, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, ist der 100k-Button für Gustav Games. Und besonders auf diesem Kanal habt ihr gemerkt, dass mir jener Button so viel bedeutet hat, dass ich nicht aufhören könnte zu heulen. Von ihnen raus. Von ihnen raus. Ja, als der Button ankam, habe ich gedacht so, ja, machst du bestimmt auch wieder was. Und dann habe ich die Packung aufgemacht. Übrigens sehr, sehr geil. Adresse sieht man hier, glaube ich, nicht. Die haben mir den geschickt auf Gabel G. Das heißt, natürlich kam der an und der Postbote war so, ja, hier wohnt ja gar kein Gabel. Weil ich heiße ja gar nicht mit Gabel mit Nachnamen. Da musste ich den ewig suchen und irgendwo rausfinden, wo der ist, weil das mir keiner sagen konnte. Und alle waren so, aber sie sind doch gar nicht Herr Gabel. Die gibt's nicht! Ja, auf jeden Fall habe ich das Ding dann bekommen, saß am Küchentisch, war schon so, oh cool, ich will ihn mal angucken, mach auf. Und kam direkt so Gefühle, ja, Tränen, oh, nee, den lässt mal liegen. Und das haben wir den erst zusammen ausgepackt auf der Einweihungsfeier, weil ich mich allein nicht getraut habe. Zu emotional bei so einem Scheiß, das ist so anstrengend für mich. Ja, ich habe jetzt grüne Pflanzen. Rate mal, wer das mitgebracht hat. Mutti. Ja, ich würde mir sowas niemals hinstellen, ehrlich gesagt. Ach so, habe ich noch gar nicht erzählt. Ein richtig cooles Projekt, was ich hier noch hatte, war, oh Gott, dieser Todesstern hier. Der ist einfach nur auseinanderbaubar und da drin ist ein Raspberry Pi. Das ist ein kleiner PC, 4-Kern-Prozessor mit irgendwie 1,4 GHz. Da drauf ist einfach ganz viel Emulationszeug, also eine Playstation, Super Nintendo, N64, alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du einfach drauf zocken. Muss halt nur die ROMs haben. Die habe ich natürlich alle legal. Aber mega cool, also danke nochmal an den jungen Mann, der mir das gebaut hat. Oh. Mann! Das, was der Moritz für mich gemacht hat, ist dieser geile Tisch. Moritz hat mich mal angeschrieben und ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt verlinke oder so. Moritz hat mich mal angeschrieben und meinte, hey, kann ich was für dich machen? Ich bin, wie nennst du das nochmal? Schreiner. Schreiner, danke schön. Oder Geselle. Und arbeitet bei seinem Papa und hat halt Bock, einfach was zu machen, so als Dankeschön. Fand ich natürlich extrem geil. Habe mir dann direkt gesagt, also wenn wir was zusammen machen, dann machen wir etwas, worauf ich extrem Bock habe. Und ich zahle dir halt alle Materialien und so weiter. Ich habe mir natürlich ein bisschen extra gegeben, gesagt, come on. Und dann haben wir halt diesen Tisch hier, also er hat den Tisch gemacht und ich habe ihn anfertigen lassen. Das war mega nice. Der Tisch wiegt 70 Kilo, richtig krass. Also wie ein Stein in der Brandung hängt der hier. Ja, das wird mein Leben lang, glaube ich, bei mir bleiben. Mit dem coolen Bart. Ja, wer meine Katze noch nicht kennt, Lilly ist immer da. Wenn sie etwas braucht, dann ist es Menschennähe. Ein bisschen aufgedreht ist sie, aber das ist okay. Geil. Eine Sache noch.
geil. Ich merke halt einfach deutlich selber, ich habe keinen Plan, wie man so eine fucking Wohnungstour tut. Also gehen wir einfach weiter und reden über Sachen. Oben ist mein Arbeitszimmer und so weiter, deswegen gehen wir jetzt hoch. Da ist noch ein Katzenbau. Ah. Alter, guck mal. Oh, was läuft denn hier? Copyright! Bevor das Ganze geclaimed wird wieder mal. Ja, der wichtigste Teil wahrscheinlich von der ganzen Wohnung, weswegen ich überhaupt umgezogen bin, wirklich ist, um ein eigenes Arbeitszimmer zu haben. Beziehungsweise um ein eigenes Wohnzimmer zu haben. Das ist, guck mal, ich zeige euch jetzt erstmal, wie das Ganze aussieht, wenn ihr quasi die normale Position habt der Kamera. Ungefähr so. Aber ich benutze ein anderes Objektiv. Das merkt man deutlich. Ja, ich habe hier so ein bisschen Licht an, vor allem das Hintergrundlicht, das war mir voll wichtig, deswegen habe ich jetzt hier so einen LED-Strahler, in den man echt nicht gucken sollte. Weißt du Bescheid? Das Ganze hier ist Styropor. Hör genau hin. ASMR. Okay, ich weiß nicht, womit das genau gemacht ist, aber mega geil für den Hintergrund. Sieht, klar, wenn ich hier vorstehe, sehe ich, dass es nicht echt ist, aber für den Hintergrund passt das richtig gut. Das ist eine sehr arme Pflanze, das ist Peda. Peda die Palme. Und Peda die Palme wurde ungelogen zweimal täglich ungefähr komplett ausgegraben von der Katze. Deswegen muss ich Zeug drüber machen, damit sie überleben kann. Meine Katze war nur so. Was soll ich tun? Ich meine, ich kann ja nicht sagen, hör auf. Und dann sagt die. Das ist Moritz, das hat mir eine Zuschauerin geschenkt auf der Kölner Domplatte. Dankeschön. Freut mich immer noch. Gehört auf jeden Fall zur Familie. Das habe ich selber gemacht. Und das hat mir auch ein Zuschauer geschickt. Auch 3D-Drucker. Das Ganze hier ist Basotec. Basotec G+ oder so heißt das. Das ist Profi-Zeug. Und ich bin auch großer Fan davon. Aber ich brauche wesentlich mehr. Und ich bräuchte, glaube ich, einen Teppich, damit das wirklich hier nicht hallt. Wenn man jetzt wirklich vor dem PC sitzt, dann merkst du immer deutlich, woher der Hall kommt. Und der kommt meistens von der Treppe runter. Die Paneele helfen auf jeden Fall. Das habe ich deutlich gemerkt. Aber wenn man die Wand vergleicht und die Fläche von der Wand mit den von den Paneelen, dann ja, natürlich heilt das immer noch. Noch was von Moritz, ich weiß gerade ehrlich gesagt einfach nicht, wo ich das hinhängen soll. Und das Design ist gerade nicht aktuell. Aber ich glaube, das kann man ja dann einfach ändern, das ist ja geil. Auf jeden Fall ist das so eine Leuchtetafel, die habt ihr auch schon alle gesehen eigentlich in meinem Hintergrund. Ja, ich glaube, das Wichtigste, worum es hier eigentlich vielen Leuten geht, ist das Setup. Ich habe nur zwei Bildschirme, einen 144 Hertz, einen Millisekunden-Bildschirm, der unter keinen Umständen für Fotobearbeitung benutzt werden sollte. Das habe ich deutlich gemerkt, dass ich mein Design entwickelt habe auf ihm und mir komplett andere Farben geliefert wurden. Ansonsten hier habe ich einen Monitor, der halt eher zur Fotobearbeitung da ist, aber scheiße langsam ist. Hab natürlich alles unten verlinkt, das ganze Equipment ist unten verlinkt und ihr könnt nachschauen, falls euch irgendwas davon besonders interessiert. Das Neueste, was ich habe, hat mir ein großes Loch in die Tasche gezaubert, weil ich dafür sehr viel Geld bezahlt habe, ist das Sennheiser MK416. Ich habe unbedingt mal ein Mikrofon gesucht, was mir quasi nicht so in der Fresse hängt. Wenn man jetzt mal vergleichen würde, ne? Das Mikrofon und das Mikrofon. Deswegen habe ich mich unbedingt für ein anderes entschieden. Das hätte aber natürlich günstiger sein können, aber dann habe ich gesagt, okay, wenn du schon ein anderes Mikrofon nutzt, dann wertest du auch auf. Und deswegen habe ich ein Industriestandard-Mikrofon geholt. Das ist das Mikrofon, was in Hollywood oftmals auch benutzt wird und so weiter. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du es mit dem Stream ernst meinst, dann solltest du ein Stream-Deck haben. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ihr das unbedingt jetzt so kaufen solltet, weil es gab jetzt zum Beispiel zu Black Friday das 99€ Angebot dafür. Und ich bin mir sicher, das wird auch wiederkommen. Falls ihr noch sowas nicht habt, ich würde einfach warten, ehrlich gesagt. Als ob die das nicht nochmal für 99€ anbieten werden. Kleinigkeit dazwischen, wenn ihr das so beruflich macht oder halt jeden Tag macht, so wie ich, dann wollt ihr auf jeden Fall, dass das Ganze effektiv wird und optimiert wird. Und dafür kann ich dann nur empfehlen, wie zum Beispiel so eine kleine Fernbedienung holen, womit ihr Licht an- und ausschalten könnt. Sowas hilft e-fucking mens. Oder halt, ihr kauft euch ein Licht, womit ihr die Farbe ändern könnt. Guckt dahin. Okay. Ich habe die meisten Sachen von Razer, weil ich die Form von Razer immer am besten fand, ehrlich gesagt. Also ich sage jetzt nicht, dass sie die beste Qualität haben und dass man sich immer nur perfekt auf die verlassen kann oder so. Und ich vor allem nicht, dass sie günstig sind, denn das sind sie nicht. Aber ich bin immer mega zufrieden mit den Produkten, deswegen gibt es für mich auch gar keine andere Wahl sozusagen. Vor allem die Maus ist ja mal eine Razer DeathAdder. Welches, egal, kann ich. Mir geht es wirklich um die Form. Das ist eine Razer DeathAdder Elite, die ist ein bisschen teurer als eine, die, ich glaube, 40€ gibt es auch für eine Razer DeathAdder. Das ist für mich einfach die perfekte Form für eine Maus und deswegen käme ich nicht auf die Idee, eine andere zu benutzen. Die Tastatur, das ist die Razer Huntsman Elite.
wirklich eine tolle Tastatur, muss ich natürlich zugeben, fucking teuer. Ich glaube 220 Euro, what the fuck. Aber so Kleinigkeiten, was ich zum Beispiel bei anderen Herstellern halt nicht so schön finde, ist, die hat hier so ein abnehmbares, abnehmbare Handballenablage oder so heißt das. I don't know. Das Schöne daran ist halt einfach nur, dass die gefüttert mit Kunstleder ist und ja, das will ich. Ich will nicht auf Plastik meine Hand ablegen. Das war halt so gemütlich, wie so eine kleine Königin. Ja. Als Mauspad habe ich mittlerweile irgendwas anderes. Ich habe einfach ein Stoffding gesucht, das günstig war. Und das ist von SteelSeries. Ich weiß selber nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Effektgerät? Ne, wer ist das? Das ist ein Audio-Interface. Das ist das Yamaha MGU10X. Ne, anders. MG10XU. Das werde ich auch noch ersetzen. Das hat extreme Clipping-Probleme, wenn ich einen Kompressor drauf haue. Und ich möchte unbedingt einen Kompressor drauf haben. Quasi auch schon für Teamspeak. Und nicht nur bei der Aufnahme eben nachhinein Post bearbeitet. Komm, sonst sind wir ja so einigermaßen durch. Das ist, neuer Merch. Hashtag Werbung. Hashtag Werbung, genau. Sollen wir das verlosen? Oh, verlosen wir. Verlosen wir, okay. Wie heißt das Lama? Schreibt mir, wie das Lama heißt und unter allen Einsendungen, die das machen, werde ich dann zufällig verlosen und ja, ich kommentiere euch dann unter den Kommentar. Das heißt, ihr müsst dann schon irgendwie ein bisschen aufpassen, ne? Cool. So random einfach was verloren. Das war nicht geplant tatsächlich. Das ist übrigens das hochberühmte F. Das wurde mir geschenkt. Ja, darunter ist mein PC. Offensichtlich. Alle Teile sind, wie gesagt, unter dem Video verlinkt, falls ihr daran Interesse habt. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht weiter darüber reden. Wenn man das sonst schnell zu Ende. Das ist meine Lampe. Das ist meine Schlafzimmerlampe. Und hier ist mein Bett. Hui! Oh. Das habe ich jetzt leider nicht drauf, weil ich die Lampe im Fokus. Ist okay. Ist ganz gemütlich. Ja, ich habe hier so Schränke, wo einfach quasi nichts drin ist. Oh, mein Kaffee war schief. Das ist ein bisschen komisch, außer natürlich Massageöl. Geil. Hier vorne ist mein Kleiderschrank und mein Abstellraum. Ganz kurz rein pennen, das reicht glaube ich schon. Ich habe zwar einen Keller hier, aber der soll richtig nass sein, deswegen. Ja. Hier ist das Katzenklo. Und die Katze. Ebenso. Ich habe euch zwar versprochen, ich zeige euch das Bad unten. Ja, komm, hier noch. Ja, das ist natürlich einer meiner Lieblingsbereiche in dieser Wohnung. Ja, zeigt die Toilette noch näher. Meine Fresse. Seine Toilette, Mann. Nee, aber die Dusche feiere ich sehr, weil ich mag so Boden. Boden. Nee. Wie heißt das? Ebene. Ebene. Boden. Nee. Geil, feier ich total. Da bin ich sehr glücklich mit. Schon Spaß. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr, offensichtlich. Also einen guten Rutsch erstmal. Vielen, vielen Dank für 2018. War ein tolles Jahr, hat viel Spaß gemacht. Ich habe vieles durchgemacht und bin auf jeden Fall ein wesentlich glücklicherer Kerl als vorher nochmal gewesen. Und habe viele Pläne für das nächste Jahr. Ich glaube, jetzt in dem einen Jahr habe ich vor allen Dingen gelernt, mit zwei Kanälen umzugehen langsam. Was nicht einfach ist, aber man kann es schaffen. Danke, Nadine. Gerne. Ich hätte noch so ein Weinglas in der Hand haben müssen für die Aussage. Und so Feuer. Na, gönn ich alle. Ich auch nicht.